Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder Hans-Peter von freiheitdurchwahrheit.de mit einem wieder mal wahnsinnig spannenden Thema. Hatte Jesus die Aufgabe, das Christusbewusstsein für uns aufrecht zu erhalten? Gibt es Kräfte, die daran arbeiten, dieses zu zerstören, dass wir daran nicht mehr anzapfen können? Und vor allen Dingen, was hatten Echnaton, Amenophis IV. Und Nofretete und Maria damit zu tun? Ein hochspannendes Video und ich freue mich, wenn es jetzt losgeht. Bis gleich. Tja, ihr Lieben, mein letztes Video über die Ursachen eines Great Resets, Thema Tartaria, Schlammflut, vor einigen hundert Jahren, Entvölkerung der Erde, scheine ich wohl relativ nah an der Wahrheit zu sein oder ins Schwarze getroffen zu haben. Wie ihr wisst, sind ja meine Videos monetarisiert. Und es kam die Nachricht von YouTube, dass dieses Video aufgrund ethischer und moralischer Grundsätze nicht monetarisiert werden kann. Eigenartig. Da scheinen wohl einige Stichworte oder Passagen drin zu sein, die gewissen Kreisen nicht gefallen. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, die ich eingangs gestellt habe. Rettete auch Echnaton vielleicht unser Christusbewusstsein? Was hat er mit Jesus, Maria und anderen Sendboten zu tun? Und dazu kommen wir jetzt. Denn Jesus wird ja als ein sogenannter Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet, falls euch das was sagt. Und er war ein Hohepriester der göttlichen Ordnung. Und er findet oft in der Bibel Erwähnung, Melchisedek. Er begegnete vor den Toren von Salem Abraham mit Brot und Wein und segnete ihn. Und das Volk der Rastafari glaubt, dass Gott selbst dreimal auf der Erde in körperlicher Form erschienen ist. Eine Figur davon ist Melchisedek. Und im zweiten Buch Henoch wird erzählt, dass Noahs Schwägerin namens Sotonim als Jungfrau schwanger wird und den Priester Melchisedek zur Welt bringt, der dann vom Engel Gabriel in den Garten Eden gebracht wird, damit er die Sintflut überlebt. Und der gleichnamige Schriftsteller Melchisedek studierte an der University of California in Berkeley. Und er sagt von sich selbst, dass seine eigentliche Ausbildung erst nach Berkeley begann, indem er in über 25 Jahren mehr als 70 Lehrer aller Glaubenshintergründe aufsuchte. Einfach um Antworten zu finden. Und er erkundete den menschlichen Lebensweg von uralten Zivilisationen bis hin zur Gegenwart und er verband die Punkte. Ich meine, bei 70 Lehrern und 25 Jahren, da kommt was zusammen. Und er erklärt uns zu unserem eigenen Verständnis und dem Erreichen unseres Christusbewusstseins und unserer Ursprünge. Und er erklärt auch, wie wir uns diesem Bewusstsein wieder annähern können oder dürfen. Er beschreibt auch Begegnungen mit Pharao Tod auf geistiger Ebene und welche Botschaften Tod ihm über Atlantis vermittelte. Und laut seinen Aussagen hatten die Atlanter ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Er nennt es das transpersonales Gedächtnis. Und ihr Lieben, das heißt nichts anderes als das, woran sich eine einzelne Person erinnert oder was sie erlebt, sich in allen anderen seines Geschlechts ebenso erinnert und durchlebt.
Also im Prinzip ein kollektives, jederzeit abrufbares Bewusstsein, womit schriftliche Aufzeichnungen keine Bedeutung haben, da wir ja alles Erlebte und Gesehene jederzeit abrufen können. Erleben und fühlen, Leute, ist eindrucksvoller als nur lesen. Und es scheint immer noch Menschen zu geben, die das vollziehen können. So zum Beispiel das Volk der Aborigines in Australien. Und viele haben immer noch eine Art dreidimensionales holographisches Gedächtnis. Wenn einer von ihnen also in einen Raum mit Menschen geht zum Beispiel, dann können alle anderen ihm folgen. Die können dann von Tisch zu Tisch gehen und sogar den Menschen in die Augen blicken. Die sind einfach live gefühlt dabei auf einer anderen Ebene. Und die Aborigines, die nennen das die Traumzeit. Es findet also nicht in Echtzeit statt, weil Zeit ist relativ. Es ist eine Nachbildung der Wirklichkeit. Und erst mit dem Sündenfall der Menschheit, womit ich nicht die Geschichte von Adam und Eva meine, gerieten wir in die Spaltung, auch von unserem Geist. Komischerweise begann da auch das Kali Yuga, ne? Und die Brahmanen aus den Palmbad-Bibliotheken, die berichten, dass die ersten Aufzeichnungen in Schriftform erst dann stattfanden, als dieses Kollektivbewusstsein dem Untergang geweiht war. Also man dieses transpersonale Gedächtnis nicht mehr hatte. Und da musste man aufschreiben. Das Dunkle strebt jederzeit danach, Licht zu bekämpfen. Das wissen wir. Es will uns in die Dunkelheit ziehen und unser Licht in unserem Inneren verlöschen lassen. Und beim derzeitigen Geschehen auf unserer Erde, naja, da geht es meiner Meinung nach nicht wirklich um Macht und Geld. Das sind nur Mittel zum Zweck, ihr Lieben. Der wahre Grund ist meiner Ansicht nach das Streben nach Dunkelheit, Chaos und Zerstörung. Nach Kali-Spaltung, Diabolo-Spaltung. Und dabei sind die deutschen Stämme und Völker tatsächlich in einer zentralen Rolle. Das ist offensichtlich, weshalb man gerade deshalb seit mehr als 6000 Jahren diesen Krieg führt. Und den wahren Befehlshabern von Staatsmännern geht es um die Erschaffung und Etablierung von dunklen Mächten. Also ich bin mittlerweile davon sehr stark überzeugt, dass beide Seiten dem gleichen Oberbefehlshaber folgen und eine Rolle spielen, eine Rolle zu spielen haben. Good Cop, Bad Cop. Man möchte das Christusbewusstsein zerstören. Und da komme ich zum Punkt. Das kann tatsächlich gelingen. Alle paar tausend Jahre aber besteht die Gefahr, dass dieses Kollektivfeld tatsächlich zusammenbrechen könnte oder kippt. Weshalb es nötig ist, dass zur entsprechenden Zeit immer wieder Sendboten des Göttlichen auf der Erde inkarnieren, um dieses Feld zu stabilisieren und für die Nachwelt aufrecht zu erhalten, damit wir dran anzapfen können. Wir haben es Jesus zu verdanken in dieser Zeit, dass dieses Feld noch existiert. Aber es ist auch wieder in Gefahr. Also letztlich haben wir 2000 Jahre nach Jesus letztlich nur ihm allein das zu verdanken, womit die Menschheit gerettet werden kann. Es gab aber auch weitere Sendboten vor ihm, die mit ihm genauso den gleichen Auftrag hatten und dafür niedergekommen sind. Und so sprechen wir hier jetzt nun über ein ganz besonderes Geschwister- und Ehepaar, welchem wir ebenso das Aufrechterhalten dieses Feldes zu verdanken haben. Und das ist Amenophis der Erste. Das Wort Amen steckt da auch drin, ne? Amen. Und das ist älter als die katholische Geschichtsschreibung. Er wurde auch Echnaton genannt. Seine Frau Nofretete. Eine Darstellung der Büste von ihr sehen wir heute noch im Berliner Museum. Mir stellt sich die Frage, was die beiden Figuren der Menschheitsgeschichte nun mit dem Christusbewusstsein zu tun haben. Also fangen wir erstmal mit Fragen an. Und die wollen wir nach und nach beantworten. Die erste Frage, die ich stelle, ist, wieso haben Echnaton und Nofretete den Monotheismus in Ägypten eingeführt? Tatsächlich. Weshalb hatten sie und ihre ganze Familie deformierte Kopfformen? Wieso wurde Echnaton nach 17,5 Jahren Regentschaft entthront? Warum zerstörte man nach seinem Tod alle
Hinterlassenschaften. Sämtliche Bauten, Reliefs, Schriften und Hinweise auf ihn. Das muss einen Grund haben. Warum war er der erste offizielle Pharao Ägyptens? Vorher gab es nur Könige. Warum setzte Amenophis III., also sein Vorgänger, nicht wie üblich seinen eigenen Sohn auf den Thron, sondern erlaubte dies Echnaton? Wieso überließ überhaupt Amenophis III., völlig unüblich, vor seinem eigenen Tod den Thron Echnaton? Weshalb werden Echnaton und Nofretete als Riesen dargestellt? Wieder ein interessantes Thema. Und was haben die Lehren der Mysterienschule von Echnaton mit Jesus gemein? Der Frage gehen wir zum Schluss auf den Grund. Und wieso betitelte man Echnaton mit den gleichen Worten wie Jesus? Als Verbrecher. Also, gehen wir den Fragen mal auf den Grund. Und dann erfahren wir, was wirklich geschehen sein könnte. In Ober- wie in Unterägypten gab es durch eine Trennung des Volkes jeweils so viele Götter, wie wir Chromosomen besitzen. Nur mal so nebenbei. Woher wusste man zu dieser Zeit, wie viel Chromosomen ein Mensch hat? Vielleicht, weil man vorher schon die DNA kannte. Eventuell hat man das bereits alles gewusst über die Genetik. Die alten Sumerer zumindest waren ebenso über dieses Wissen bereits informiert. Also, jetzt artete dieses Göttertreiben in Ägypten aber zur unübersichtlichen Vielgötterei aus. Und der eigentliche Sinn eines wahren Glaubens und Christusbewusstseins war nicht mehr gegeben. Weil jetzt hatten Ober- und Unterägypten jeweils so viele Götter und noch mehr. Sämtliche Hinweise, die ich jetzt in meinen bisherigen Büchern veröffentlicht habe, weisen eindeutig darauf hin, dass der christliche Glaube der ägyptischen entspringt. Weshalb dieser Glaube von der Kirche auch auf das Bitterste bekämpft werden muss. Die Christen sehen die Ägypter als Heiden und Okkultisten an, was im Grunde auch zur Zeit, ja, zu der Zeit waren sie es eigentlich auch, ja, da ihre religiöse Überzeugung korrumpiert wurde. Es gab jedoch diese eine Ausnahme, denn die 17,5 Jahre Regentschaft von Echnaton sind ganz entscheidend für die Geschichte. Ich sage mal, dieses lichtvolle Wesen war tatsächlich damals die Rettung für unser spirituelles Leben und den Erhalt des kollektiven Christusbewusstseins. Die aufgestiegenen Meister beschlossen tatsächlich, jemanden zu senden, der das Feld aufrecht erhält. Er sollte der offizielle erste Pharao von Ägypten werden. Das Wort Pharao nur so nebenbei bedeutet außerdem das, was du werden willst. Interessant. Damit sollte es die Aufgabe eines Pharaos sein, seinem Volk als Vorbild zu demonstrieren, wie es funktioniert. Das, was du werden willst. Sie demonstrieren, was aus allen Menschen werden kann. Und alle vor ihm wurden ja als Könige betituliert. Tod soll Amenophis III., also den Vorgänger von Echnaton, erschienen sein, um ihn davon zu überzeugen, nicht seinen eigenen Sohn, sondern Echnaton den Thron zu übergeben. Wie ihm das letztlich gelang, wissen wir nicht. Das ist nicht klar, aber es hat funktioniert. Es gelang ihm sogar so gut, dass Amenophis III. Völlig unüblich und entgegen jeder königlichen Regel seinen Thron vor seinem eigenen Ableben an Echnaton übergab. Dieser wiederum nahm Nofretete dann zur Frau. Und die beiden bauten eine völlig neue Hauptstadt in Ägypten mit dem Namen, googelt mal danach, ihr findet viele Bilder, Tell el Amarna. Und diese Stadt bauten sie auf. Und die war tatsächlich zur damaligen Zeit exakt in der Mitte, dem Zentrum Ägyptens. Die nächste Frage, die ich dann stelle, hey, woher konnte man zur damaligen Zeit so genau wissen, wo die exakte Mitte des Landes liegt? Mit unseren heutigen Satelliten könnten wir es nicht besser machen. Die ganze Stadt wurde aus weißem Stein errichtet. Eine richtig weiße Stadt. Und die Aufgabe von Echnaton und Nofretete war klar. Sie sollten aus dem religiösen Chaos von Ägypten wieder ein Prinzip der Ordnung herstellen. Sie sollten die vielen korrumpierten Religionen aufbrechen und das Volk mit einem einzigen göttlichen System vereinen. Nach meinen
bisherigen Recherchen, die ich gemacht habe, bin ich zu der Ansicht gelangt, dass alles Leben und alle Liebe vereinfacht und sehr treffend als Licht bezeichnet werden kann. Dunkelheit kann nämlich nur dort existieren, wo kein Licht ist. Licht beinhaltet also das Christusbewusstsein. Es ist immer und überall um uns herum und präsent. Licht beinhaltet damit auch den Odem, den Odin, den Lebensatem, das Prana. Und Echnaton sagte den Menschen, dass der Lebensatem, das Prana-Feld, aus der Sonne stammt. Interessant. Ich werde auch noch Bilder einblenden, wo man das auch sieht. Denn auf vielen Bildern wird Echnaton unterrichtet, wird dargestellt, wie er unterrichtet. Und da sieht man die Sonne, die Strahlen, wie sie herabkommen auf die Menschen und auf Echnaton und auf Nofretete. Und die zeigen, wie die Strahlen auf die Erde kommen. Und genau auf zwei Strahlen auf vielen Bildern befinden sich nämlich Ankhs. Das ist dieses ägyptische Kreuz, welche an die Nase gehalten werden. Das symbolisiert den Lebensatem. Das ewige Leben kommt durch den Atem, was den indischen Vorstellungen gleicht, ihr Lieben. Interessant, die ägyptische gleicht der indischen Vorstellung. Wir sehen auch dort Lotusblüten in Ägypten auf den Bildern abgebildet. Naja, wir wissen, dass die Lotusblüte die Nationalblume von Atlantis war. Und Ägypten wurde ja in dem Land Kem, also Ägypten, von Thot, einem der Hohepriester von Atlantis, nach dem Untergang von Atlantis begründet. Echnaton ließ damit nicht nur die Sonne als das Göttliche in einem Monotheismus entstehen, er erließ auch ein Gesetz, in der keine Lüge mehr herrschen darf. Es soll keine Unwahrheit mehr geben. Zum Thema Sohn zum Beispiel, im Englischen Son, bei uns Sohn, das kommt von Sonne. Nur so nebenbei, der Sohn der Sonne. Also es gab keine Unwahrheiten mehr in Ägypten. Es war verboten. Selbst die Kunst musste ab dann wirklich so exakt dargestellt werden, als das, was sie ist. Eine Ente war eine Ente. Und zwar auch in der Größe, in der Form und in der Farbe. Es war Künstlern an den Bildern nicht erlaubt, zu übertreiben, zu verändern oder zu lügen. Es durfte keine Verzerrung der Wirklichkeit stattfinden. Im Bewusstsein dieser Tatsache können wir uns also Abbildungen von noch erhaltenen Reliefs und Statuen aus dieser Zeit ansehen. Wir können sie als wahr betrachten, weil alles musste, so wie es ist, dargestellt werden. Keine Übertreibung, keine Untertreibung, keine Verzerrung. Und es gibt halt nun mal eine Plastik im Kairoer Museum, die zeigt, dass Echnaton 4,35 Meter groß war. Nofretete rund 3 Meter. Die war etwas kleiner als Echnaton. Und in der damaligen Hauptstadt Tell el Armana wurden Särge gefunden, welche die Blume des Lebens eingraviert trugen. In einem der Särge befand sich die Mumie eines Jungen im Alter von 7 Jahren. Und der hatte bereits eine stattliche Größe von 2,40 Meter. Wenn wir uns die Bilder anschauen von Echnaton und Nofretete, dann fallen uns ein paar Dinge auf und die sprechen wir jetzt mal durch. Leider sind nun mal nicht viel Funde aus Tell el Armana übrig, da alles, was sichtbar war, also überirdisch, vollständig nach seiner Regentschaft vernichtet wurde, um die Namen Nofretete und Echnaton aus der Geschichte vollständig zu löschen. Und das, was wir an Hinweisen gefunden haben, es ist aus unterirdischen Grabungen, die zutage gefördert wurden. So auch die Büste von Nofretete, welche im Museum, wie gesagt, auf der Museumsinsel in Berlin steht. Und wenn wir auf die Proportionen des Körperbaus achten, dann sind die für normale Menschen völlig untypisch. Wir haben extrem breite Hüften, spindeldürre Unterschenkel, breite Oberschenkel, sehr tief liegende Hüften, schmales Gesicht und vor allem der extreme Langschädel. Und dass die ganze Familie, inklusive der Töchter und des Schwiegersohns,
Tutanchamun. Diese Formen zeigen, das macht es äußerst unglaubwürdig, dass es ein Gendefekt sein soll, der bei jedem auftrat. Auch beim Schwiegersohn, der nicht zur Familie gehörte. Der war ja nicht der eigene Sohn von Nofretete und Echnaton. Viele Ansichten gehen dahin, dass diese Menschen die DNA einer anderen Rasse in sich trugen. Man spricht also von Wesen vom Sirius, Sprösslinge aus dem Geschlecht von 32 Wesen, die die Urflamme besaßen, die um die Urflamme saßen. Im Grunde lief also dieser Vernichtungsmechanismus nach einem ganz altbekannten Muster. Ich meine, wir kennen diese Methoden ja alle nur zu gut von den, ja, religiösen Einrichtungen dieser Erde, die oft und erfolgreich Genozid betrieben haben. Wer nicht zu uns konvertiert, wird gnadenlos vernichtet werden. Wer nicht unser Freund ist, ist unser Feind. Und das im Namen eines Gottes. Zu der Zeit, als Echnaton die Bühne betritt, hatten die Priester die Oberhand über Wirtschaft und Lebensführung. Und da kommt dann einfach mal jemand daher und erzählt, dass man die Priester nicht mehr braucht. Weil Gott in uns ist. Kennen wir irgendwoher, ne? Gleiche Botschaft von Jesus. Es gibt nur einen Gott und alle können Zugang zu ihm bekommen, weil sie ihn in sich selbst finden werden, so Echnaton. Auch Jesus und viele andere Sendboten. Und zu der Zeit war das ägyptische Heer eines der mächtigsten der Welt, ihr Lieben. Die hatten bereits große Eroberungen vollzogen und Echnaton berief alle Armeen nach Ägypten zurück und befahl ihnen nichts zu tun. Außer sie werden selbst angegriffen. Rumsitzen ist langweilig, ihr Lieben. Das Militär und die Priesterschaft waren alles andere, nur nicht für Echnaton. Und der wusste genau, was er tat. Genau wie Jesus Christus. Er war sich auch der möglichen und wahrscheinlichen Folgen voll bewusst. Aber es musste geschehen. Es war seine Aufgabe, einfach um unser Kollektivbewusstsein wieder zu korrigieren. Er musste dafür Sorge tragen, dass unsere Anbindung an die Akasha-Chronik, an das Christusbewusstsein, an die universelle, göttliche Substanz wieder aufgenommen wurde. Und der Geschichtsschreibung nach wurde das Militär dann von den Priestern angewiesen, Echnaton zu vergiften. Das ist die offizielle Geschichte. Pharao Tod sprach aber zu Melchisedek und sagte ihm was anderes. Er sprach davon, dass Echnaton gegen das Gift immun war. Es konnte ihm nichts anhaben. Also rekrutierten die Priester 3 nubische schwarze Hexer, die ein Gebräu herstellten, damit jemand tot aussieht. Und dieser Trank wurde Echnaton bei einer öffentlichen Versammlung gereicht, welche vom Militär und den Priestern einberufen wurde. Er wurde also für tot erklärt, war aber nicht tot. Man brachte ihn dann zu einem Sarkophag, legte ihn dort hinein, schloss diesen und brachte ein magisches Siegel an. Tod berichtet nämlich davon, dass Echnaton in diesem Sarg, haltet euch fest, fast 2000 Jahre weilte, bis das Siegel brach. Anschließend kehrte er in die Hallen von Amenti zurück. Die Hallen von Amenti kennen wir. Beschreibt Edgar Cayce, der schlafende Prophet. Sie werden in dem Buch von John Peniel, die Kinder von dem Gesetz des Einen, beschrieben. Und das ist auch ein eigenes Thema schon. Was sind die Hallen von Amenti in Ägypten unter der Sphinx? Und den Pyramiden. Wie konnte, ihr Lieben, ein solcher Vernichtungsapparat wie derjenige der Kirche über 2000 Jahre halten? Unfassbar für mich, wie man die Menschheit über die Jahrhunderte indoktriniert und manipuliert hat. Jetzt wird es zum Abschluss des Kapitels aber eigentlich noch mal so richtig spannend. Achtung. Also ich sage Kapitel, weil ich lese gerade vor aus meinem neuen Buch, das jetzt die nächsten Monate auf den Markt kommen wird. Und den Buchhandel, da dürft ihr euch schon drauf freuen. Wahrscheinlich wird es Sklavenplanet Erde heißen, aber die Hälfte des Buches geht es darum, wie wir da rauskommen. Was können wir machen? Wie können wir uns verhalten? Wie können wir leben? Was können wir tun, um da wieder rauszukommen? Um uns zu befreien, uns zu erinnern und in Weisheit, Wissen und Liebe anzuknüpfen.
Es gab auch nach der Vernichtung von Echnaton und seinem Erbe noch eine Volksschaft von Menschen, die der ägyptischen Mysterienschule des Echnatons, des Gesetz des Einen, angehörten. Und in diesen 17,5 Jahren seiner Regentschaft gelang es ihm, 300 seiner Schüler zu Unsterblichen zu machen. Es war ihm vollkommen klar, dass er mit seiner Regentschaft und seinem Leben große Feinde hatte und er letztlich vernichtet werden würde. Aber er schaffte es in diesen 17,5 Jahren, dass 300 in dieser Zeit ausgebildet wurden. Und diese Unsterblichen der Tat-Bruderschaft, T-A-T-Bruderschaft, die warteten dann von etwa 1350 vor Christus bis 500 vor Christus, also rund 850 Jahre lang, um dann an einen Platz mit dem Namen Masada zu wandern. Jetzt wird es interessant. Sie schlossen sich dort zur Bruderschaft der Essener zusammen. Jesus soll Essener gewesen sein. Maria, die Mutter von Jesus, soll eine dieser 300 gewesen sein. Also ein Mitglied des inneren Zirkels dieser Essener-Bruderschaft. Also, man könnte jetzt spekulieren, schon bereits bevor Jesus Christus unsterblich wurde, war Maria es selbst. Jesus war der Nächste, dem diese Aufgabe zuteil wurde, das kollektive Bewusstsein aufrechtzuerhalten und den Menschen zugänglich zu machen, für unser Wohl. Und das Symbol der Mysterienschule Echnatons war das Auge des Horus. Das rechte stand für die männliche Seite, das linke für die weibliche Seite. Und entlang des Nils gab es 12 Tempel für das weibliche Wissen. Und jeder Initiant dieser 300 musste jeweils ein ganzes Jahr in jedem dieser Tempel bleiben, brauchte also 12 Jahre, genau wie die 12 Tierkreiszeichen. Und sie müsste praktisch jedes Jahr alle 12 Tierkreiszeichen durchlaufen. Und dann kam es ins nächste. Und der 13. Tempel, das war die eigentliche Cheops-Pyramide, in dem das Männliche in das Männliche eingeweiht wurde. Und der offizielle Nachfolger von Echnaton war ein Thronfolger, den die meisten von euch kennen, oder die Büste von ihm zumindest. Es war Tutankhamun, der mit 18 Jahren den Thron bestieg. Ein Komplott von ihm selbst gegen seinen Schwiegervater halte ich für relativ ausgeschlossen. Er war 18, als er den Thron übernahm. Was in erster Linie halte ich dafür die Priesterschaft und das Heer verantwortlich, weil die hatten ein Interesse, Echnaton zu vernichten, um die alte Ordnung wieder zu installieren. Also sehr viel wahrscheinlicher erscheint mir, dass Tutanchamun als Marionette fungierte, genau wie in der Politik heute. Und zwar die von den Priestern und dem Heerführer Haremhab benutzt wurden. Es war für diesen jungen Herrscher sicherlich kein schönes Unterfangen, da es eine Zeit der extremen Umwälzungen war. Letztlich mündet es darin, dass der Amun-Klerus dafür sorgte, dass Tell el-Armana vollständig vernichtet wurde. Der Königssitz wurde wieder nach Memphis verlegt und Tutanchamun, denn so hieß er zuerst, der legte dann seinen Namen ab und hat sich dann zu Tutanchamun werden lassen. Aton ist die Sonne. Dann wurde er zu Amun, wegen der Bruderschaft der Priester. Man sorgte also dafür, dass der Name Echnaton und der damit verbundene Monotheismus an Aton, an das Licht, an die Sonne, an das Christusbewusstsein als Sakrileg dargestellt wurde und dann mal wieder zurück zum alten Alltag kam, in dem die Priesterschaft über Lebensführung, Religion und Macht das Sagen hatte. Ich entdecke hier sehr viele Parallelen zur heutigen Zeit. Ursprünglich war es in Ägypten sogar so, dass die Priester Spenden der Ägypter annahmen, um sie anschließend an die Armen zu verteilen. Und wie in jeder fortgeschrittenen Zivilisation, die korrumpiert wurde, kam es jedoch dazu, dass die Priester sich selbst bereicherten und das Volk weiter hungern ließen. Ganz nach dem späteren Motto unserer geliebten Kirche.
Letztlich übernahm wohl der Wesir Eje, der war nämlich die rechte Hand als Schreiber des Königs, und er war, und dann gab es noch den erfahrenen Heerführer, diesen General Haremhab, den ich eben schon mal erwähnt habe. Und das sind wahrscheinlich die Figuren, die hinter Tutanchaton die eigentliche Führung des Landes in der Hand hatten, indem sie Tutanchaton, also später Amun, massiv unter Druck setzten, denn letztlich hat immer der das Sagen, der durch Indoktrination, Propaganda und Waffengewalt die Macht besitzt. Dennoch konnte bis dahin Echnaton 300 seiner Auserwählten zu Unsterblichen machen und damit für uns das Christusbewusstsein für die Nachwelt festhalten. Faszinierend, finde ich. Das Licht, das Christusbewusstsein, die Liebe, die Güte, die positive oder das positive Energiefeld ist immer um uns herum und in uns. Das Energiefeld heißt Merkaba. Da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht. Schaut es euch an, es ist wirklich hochspannend. Männlichkeit, Weiblichkeit vereint, ergeben das Hexagramm. Später im dreidimensionalen Bereich die Merkaba. Es ist jedoch aber nicht selbstverständlich, da es, wie gesagt, es arbeiten gewisse Kräfte daran, dieses Christusbewusstsein, dieses Feld zu fälschen, zu zerstören, zu verändern. Und somit wird immer, wenn die Zeit dafür reif ist und erscheint, ein Erlöser kommen. Einer, der die Möglichkeit besitzt, dieses Feld für uns als Nachwelt zu stabilisieren, damit wir davon zehren können. Ihr Lieben, Yahushua, Jesus ist dafür gestorben. Ebenso Echnaton und ganz sicher viele andere. Seien wir also wirklich hier an dieser Stelle unendlich dankbar für dieses große, unschätzbare Geschenk, ohne dass die Menschheit keine Chance hätte auf ein friedvolles und erfülltes Leben. Wir hätten keine Chance auf einen Bewusstseinsaufstieg, aufzusteigen und ins Licht zu gehen. Die Zeit, in die wir jetzt gehen und wir jetzt davon profitieren. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, eine wunderschöne Woche und seid gesegnet. Ciao.